Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Ebrus Beauty Lounge. Ich habe heute, ich bin schon so aufgeregt, weil das Paket schon so lange da ist. Ich mache heute, oder wir haben gemacht, ein Tauschpaket mit der lieben Julia Graf, also ehemalige Miss Chibis. Und sie hat mir ein Paket diesmal aus der Schweiz geschickt und ich habe ihr ein Paket aus der Türkei geschickt. Guckt unbedingt bei ihr auch vorbei, aber erstmal schauen wir mal, was sie mir geschickt hat und ich bin schon so aufgeregt. Und okay, wir machen das Ganze jetzt mal auf. Das sieht schon so ein bisschen verbeult hier aus und ich glaube, ich reiße das jetzt hier einfach mal auf. Oh. Okay, und ich sehe nichts und ich greife jetzt einfach mal rein und das erste Produkt, cool, das erste Produkt ist Crema al Lampone, also ich denke mal, dass das, meine Stimme ist ja irgendwie so komisch, oder? Kann das angehen? Ich denke mal, dass das Balsamico-Essig ist mit Himbeeren, cool. Also da freue ich mich richtig drüber. Ich mag gerne Tomate, Mozzarella und alles was mit Balsamico, ich liebe Balsamico. Also das ist echt gut mitgedacht. Bin ich ein bisschen hell oder geht das so? Warte mal. So bin ich zu dunkel. Creme à Lampone reduzierte Balsamico-Essigcreme. Mit dieser kann man einen Teller toll anrichten und es schmeckt nach Himbeeren. Probier es mal auf Antipasti oder Salat und im Sommer über ein Eis mit Beeren. Okay, das ist eine gute Idee, das werde ich auf jeden Fall machen. So, das nächste Produkt. Okay, es fühlt sich so ein bisschen... Was ist das? Fleur de Sel! Salz, cool. Was hat eigentlich dieses Fleur de Sel für eine Besonderheit als normales Salz? Schauen wir jetzt, also die Verpackung ist ja mal der Oberhammer. Da hier ist so ein Korkendings da drauf. Ich will es gar nicht aufmachen, aber ich glaube, Fleur de Sel ist gesünder, oder? Lasst es mich einfach mal wissen. Ich meine, allgemein Salz ist nicht so super gut. Klar, ein bisschen Salz braucht der Körper, aber leider konsumieren wir ein bisschen manchmal viel zu viel. Dieses Salz stammt aus Südfrankreich, aus der Camargue-Region und ist für ein sehr aromatisches Salz aus kristallisiertem Meersalz. Benutze es am Ende des Kochprozesses, zum Beispiel zum Salzen von gutem Fleisch, Tomaten, Salat etc. Okay. So, was haben wir denn noch hier drin? Oh no, ich bin aufgeregt. Ich glaube, sie weiß, dass sie essen und kochen und backen mag. Sie hat mir Zuckerdekor geschickt. Also das sind so super für Cupcakes. Ich habe so ähnliche, aber ich habe kein Silber, deswegen ist das perfekt. Und das kann man, glaube ich, so essen. Ja, kann man. Oh, ich habe Hunger. Deko Zuckerstars, super zum Dekorieren von Cupcakes, habe ich auch gesagt. Bin ich zu schnell? Okay, ich bin so aufgeregt, sorry. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das? Okay. Das scheint ein Kosmetikprodukt zu sein. Yes, cool. Da freue ich mich richtig drüber. Das ist einmal von Maybelline Color Tattoo. Und zwar habe ich selber noch nicht gekauft. Also ich habe noch kein einziges davon. Und zwar auch voll in so einer geilen Farbe. Das ist so ein soft mattbraun. Also wow. Also ich glaube, diese Farbe kann man super gut als Base nehmen. Und ich bin schon richtig gespannt, wie sich das auf dem Auge verhält. Ich habe noch kein einziges Produkt. Benutzt das, wäre schon länger und kann einer was dazu sagen? Maybelline Color Tattoo 24 Hours. Hält das wirklich so lange? Maybelline Color Tattoo ist ähnlich zu dem MAC Basis und diese Farbe ist sehr tragbar und passt immer. Ich benutze sie oft unter dem Braun- oder Taupe-Lidschatten. Schweizer Schoki! Mit Zuckerkruste. Schweizer Schoki Williams. Ich glaube, das ist mit Birnenschokolade. Das ist gut, weil auch gerade mein Naschvorrat zu Ende gegangen ist. Ich soll nicht naschen. Das zergeht auf der Zunge. Als ich da reingebissen habe, ich wusste nicht, dass das da drin flüssig ist. Das ist jetzt alles hier raus explodiert. Die Türken, die herkommen, finden immer die Schokolade hier ganz gut. Und ich finde die Schokolade aus dem Ausland ganz gut. Hier gibt es keine Malteser. Das sind die Schweizer Birnen. Ach so, da war Schnaps drin. Siehst du, ich habe das doch rausgeschmeckt, aber ich habe es hinten nicht lesen können. Nächstes Produkt. Scheint ein... Was ist das? Duftöl, cool, Apfelzimt. Ich bin absoluter Duftfanatiker. Ihr wisst, ich habe 1000 Millionen Kerzen. Aber ein Duftöl habe ich noch nicht. Apfelzimt, das passt natürlich jetzt. Oh,
Auch gut. Ich habe auch, glaube ich, so ein Teil, wo ich so Wasser- und Duftlampe. Ja, das werde ich auf jeden Fall gleich mal anmachen. Und da wird sich Okan bestimmt gleich freuen. So, wie riecht das denn hier so wunderschön? Dankeschön. Dieses riecht sehr ähnlich zum Bath & Body Works Leaves Duft. Okay. Okay, was haben wir hier? Scheint ein Nagellack zu sein. Cool. Oh mein Gott, wie cool. Oh Gott, die Farbe. Oh, das ist ein Nagellack der Firma Essie. Und das ist so ein Glitzerrot-Bordeaux. Oh. So Glitzer. Oh, toll. Ich freue mich. Darüber freue ich mich richtig. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Nagellack. Ich glaube, einer war mal in der Glossybox drin, aber sonst habe ich gar keinen Nagellack. Hey, eine Backform für Mini-Kugelhupf oder was ist das? Also so eine Backform habe ich auch noch nicht. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee, weil ich ja eigentlich immer sehr, sehr gerne backe und dann die ganzen Backsachen immer an die Kinder verteile, wo Okan arbeitet. Und das ist sehr, sehr gut, weil das schon alles sehr, sehr klein ist und ich bräuchte das dann nicht mehr zurechtschneiden. Also darüber freue ich mich richtig. Cool. Dankeschön, habe ich noch nicht gehabt. Silikonbackform, ich finde diese Mini-Kugelhüpfe so süß. Ich bin gespannt, was du damit zauberst. Ich muss jetzt mit der anderen Hand da rein, weil ich hier gerade wie eine Wilde lackiert habe. Was haben wir hier? Yogi-Tee Choco-Chai. Das ist eine Gewürztee-Mischung aus biologisch. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist, aber ich stehe voll auf Tee. Ich mochte Tee eigentlich nie und jetzt fange ich an mit Kamillentee, Salbeitee, Matte-Tee. Was ist das hier nochmal? Yogi-Tee? Nee, Chai? Tees sind gut für Körper und Seele. Ist mir aufgefallen. Choco-Chai. Ich liebe diesen Tee. Er ist der perfekte Shogi-Fix, wenn man keine Schokolade essen sollte. Ich glaube auch. Weiter. Oh Gott, was hast du denn alles geschickt? Wie geil. Von Knorr. Original Aromat. Was ist das? Jodierte Speisesalz, das ist schon mal sehr, sehr gut, weil ich habe ein bisschen Jodmangel. Und hier habe ich, glaube ich, kein Jodiertes entdeckt. Ach, Streuwürze ist das. Also das streut man einfach über das Essen drüber. Gibt es das in Deutschland? Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich kenne dieses Maggi-Würze flüssig, aber das habe ich jetzt noch nie. Cool. Aromat, das Schweizer Gewürz. Kennst du es schon? Nee, ich esse das meistens mit einem 3-Minuten-Ei. Also du machst den Ei und streust das darüber. Was haben wir denn hier noch? Oh, Schoki. Mann, ich wollte doch abnehmen. Hallo. Die kenne ich, die hat mir mal Katri mitgebracht. Die schmecken alle so lecker. Die Schokolade aus der Schweiz. Leute, wenn ihr in der Schweiz seid, unbedingt die Schokolade testen. Rugusa, ich liebe diese Schoki. Die Füllung ist so delikat und die Haselnüsse sehr lecker. Ich glaube auch. Noch ein Nagellack, auch von Essie. Und zwar, schöne Farbe habe ich auch noch nicht. Das ist so ein Bordeaux. Oh, was ist gerade so ein Oberteil? Das ist die Farbe Nummer 44. Cool, freue mich auch. Also Nagellacke, ich habe eine Nagellacksammlung. Oh mein Gott, ich konnte nicht so viel mitbringen, aber ich finde es jetzt gut. Ach, hier oben stehen die Namen. Bahama Mama und Tagle to the Top. Wenn man keine Essie-Nagellacke hat, dann weiß man das auch nicht. So, Essie-Lacke, das sind zwei meiner Lieblingsfarben für Herbst und Winter und sie halten sehr, sehr lange. Ich freue mich wirklich über diese beiden Farben. Das Paket wird immer leichter. Es ist nicht mehr viel drin. Da haben wir noch einmal Emmentaler Hausspezialitäten mit frischen Emmentaler Butter. Ich glaube, das sind irgendwelche Kekse oder so. Kannst du mir bitte noch eine Packung verschicken? Also sowas ähnliches habe ich noch nicht gegessen. Schmeckt richtig lecker. Also die Packung werde ich nachher bei meiner Serie killen. Das ist ein sehr typisch schweizerisches Gebäck und wird nicht weit von wo ich wohne hergestellt. Rahmtäfeli sind Karamellbonbons, die man oft auf Schweizer Weihnachtsmärkte findet. Ich liebe diese Cookies. Ja, sie schmecken sehr lecker. Ich fühle noch drei Sachen. Okay, wir nähern uns. Ich freue mich, weil... Ich sehe es schon an der Verpackung, kann ich mir schon vorstellen, was das ist. Kannst du Gedanken lesen? Den wollte ich mir letztens kaufen und ein Glück habe ich das nicht gemacht. Und zwar ist das von Maybelline New York Fuchsia Flash Lippenstift.
Soll ich den mal auftragen? Oh mein Gott, ich will gar nicht, ja. Du weißt, was ich mag, ey. Dankeschön. Oh, hier früh, da freue ich mich richtig drüber. Ich weiß gar nicht, wie ich mich noch mehr freuen soll. Das ist mein Top-Lippenstift im Sommer. Die Farbe ist einfach nur der Knaller, ja, man sieht's. Vanillepaste. Ja, ja, du hast alles richtig gemacht. Geil. Absolut geil, da freue ich mich richtig drüber. Das ist, sieht auch qualitativ nach hochwertigen Migros. Migro heißt es ja bei euch, bei uns heißt es Migros. Das sieht nach hochwertiger Vanillepasta aus und darüber freue ich mich richtig. Das wird sich in meinen Cupcakes richtig, richtig gut machen. Ich liebe es, mit dieser Paste zu backen, denn sie schmeckt so intensiv nach Vanille. Ein Teelöffel gleich ein ganzer Vanillestängel. Echt? Krass. Was haben wir hier noch? Eine Feuchtigkeitsmaske. Kann ich immer gebrauchen, werde ich mir nachher auch nochmal auflegen. Diese ist mit Honig und Aloe Vera. Und das sind wahrscheinlich zwei Packungen in einem. Ist eine Schweizer Drogeriemarke, die ich gerne mag. Das Duschgel riecht so frisch. Das hat sie, glaube ich, rausgenommen. Und dann haben wir hier noch ein Briefchen. Bitte zuerst lesen. Ups. Ah ja, sorry. Liebe Ebru, es hat mir so viel Spaß bereitet, diese Swap-Box für dich zusammenzustellen und ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, ich wollte dir nicht nur Kosmetika schicken, denn ich denke, ist es wie bei mir. Hast du Sachen, hast du schon so viel, dass es alles weitere nur Überfluss. Es geht. Ich musste sehr, sehr viel in Deutschland lassen, weil es einfach alles viel zu schwer war. Dennoch sind ein paar Kleinigkeiten von dem Suchtstoff dabei. Ja, habe ich gesehen. Ich weiß, du liebst zu backen und kochen und da dachte ich mir, ich trage etwas zu diesem Hobby bei. Ich hoffe, es sind Sachen, die man in der Türkei nicht findet. Aber umso mehr ging es mir darum, ein paar von meinen Lieblingsprodukten reinzustecken. Auf der nächsten Seite findest du eine Auflistung aller Produkte mit einer Erklärung, wieso ich es gewählt habe. Eventuell kannst du das nachher lesen, so ist der Überraschungsfaktor nicht zerstört. Viel Spaß beim Auspacken, Julia. Ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, in einem Stift zu schreiben. Sorry für die schlampige Schrift, meine Hand tut jetzt schon weh. Aua. Schaut jetzt unbedingt bei ihr in ihrem Video vorbei, was ich ihr aus der Türkei geschickt habe. Und vielen, vielen Dank, liebe Julia. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich werde gleich erstmal ein paar Produkte austesten. Und vielen, vielen Dank. Es hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, alles für dich zusammenzustellen. Und was hat euch bis jetzt am besten gefallen? Also für mich hat am besten das gefallen und an zweiter Stelle die Vanillepaste und Balsamico und Aromat und die Schokolade und ach, einfach alles. Worüber hättet ihr euch am meisten gefreut? Und danke nochmal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!